Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute wird wieder genudelt. Allerdings keine Panik, wer keinen Pasta-Maker hat. Es geht eigentlich um das Gericht an sich und ich habe aber eine neue Matrize und zwar die ganz breiten Bandnudeln. Da habe ich mich schon total darauf gefreut, dass ich die bekomme und also geliefert bekomme. Selbst gekauft, keine Werbung. Und ja, jetzt möchte ich die natürlich heute ausprobieren und da kam mir dieses Rezept genau gelegen, zumal dann auch noch der grüne Spargel im Angebot war und es wird ein Nudelspargelgericht, wie ihr schon in der Beschreibung sicherlich gelesen habt. Ja, und also wer kein Pasta-Maker hat, überhaupt gar kein Problem, der macht sich halt seine Nudeln, die er gerne benutzt. Ich nehme wie immer hier meine 400 Gramm Hartweizengrieß und 145 Gramm Wasser, das ist bei mir 80 Grad, habe ich das erwärmt und da bin ich wirklich ganz genau, also nicht bei den 80 Grad, sondern bei der Menge. Und ich mache ihn hier schon mal an und das Wasser dazu, wie gesagt, 145 Milliliter oder Gramm. Und ich starte das Programm, das 15-Minuten-Programm, wobei er jetzt 3 Minuten knetet und dann 12 Minuten auswirft. So, es geht jetzt los und da bin ich wie immer natürlich gespannt. Meistens ist es ja so, dass die ersten paar Sekunden kommen die so ein bisschen zerfriemelt raus, bis alles sich angewärmt hat. Aber ja, das wird gleich richtig glatt. Das schneide ich nämlich dann einfach nur weg und wieder rein. Sieht man jetzt schon hier unten so und hier wird es doch schon einiges schöner. Das schneide ich ab und das kommt jetzt einfach wieder rein und wird weiter verarbeitet. Und jetzt geht es auch hier direkt weiter. Und man sieht sofort, jetzt wird es auch wieder mit einer scharfen Schnittkante. Ja, hier geht es jetzt gleich weiter, wenn ich fertig bin. Das wird nur ein paar Minuten dauern. Das ist jetzt also die Ausbeute. Ich bin super zufrieden. Da freue ich mich doch, dass ich diese breiten Bandnudeln auch noch bestellt habe, also die Matrize. Aber wie gesagt, natürlich kann man auch gekaufte nehmen. Ich mache ja auch nicht immer die Nudeln selbst. Und während ich das Wasser jetzt schon mal aufgesetzt habe, damit das schon mal kochen kann, kann ich schon mal den Spargel vorbereiten. Und da brauche ich ja nicht viel schälen. Ich schäle immer nur unten das ab und gehe halt so durch. Und wenn es so, ja, schön durchgeht, dann ist es auch nicht holzig. Ich habe den natürlich auch schon gewaschen, aber ja, das weniger, weil da irgendwie Dreck dran ist, sondern ja eher, weil man nicht weiß, wer den im Geschäft schon angepackt hat. Ja, und wenn es unten so ein bisschen hakelt, dann halt oben etwas weiter drüber nochmal abschneiden, weil holzig, naja, gibt ja nichts Schlimmeres, also beim Spargel, als wenn der holzig ist. Und ich kann auch schon mal gleich sagen, ich mache die doppelte Menge, weil also in dem Rezept, ich weiß gar nicht, für wie viele Personen das angegeben ist, also höchstens für zwei, also für zwei sehr schmale Hannes, denke ich mal. Ja, mit 200 Gramm Nudeln, das esse ich ja schon alleine. Also deswegen, bei mir gibt es die doppelte Menge. Ja, weil es bei mir halt auch immer so ist, wird es nicht aufgegessen, habe ich morgen noch mal was Schönes zu essen. Und ja, ich glaube, das wird bei mir jetzt für 2 Tage dann reichen. Aber ja, da war auch angegeben, ich glaube 200 oder 200, nee, 150 Gramm Spargel. Also ganz davon abgesehen, dass ich jetzt 500 Gramm Spargel hier gekauft habe und da liegen. Da werden hier keine Opfer zurückgelassen, das wird verarbeitet. Ne? Und ich finde es jetzt auch nicht sehr viel. Also, jetzt die Jahre davor war der Spargel ja immer sehr günstig. Und da gab es eigentlich immer in der Spargelzeit bei meinen Eltern, hat meine Mutter halt den Spargel gemacht. Ich glaube, die hat 3 Kilo gekauft für uns 3 Personen. Wobei meine Mutter gar nicht so gerne Spargel isst. Und deswegen da nicht so beherzt zugreift wie mein Vater und ich. Also wir krachen uns da 1 Kilo definitiv rein. Ja. Und wenn man jetzt nicht gerade
Sauce Hollandaise darüber jagt, dann, also Spargel an sich ist ja eine doch kalorienarme Gemüsesorte. Ich weiß gar nicht, sagt man Gemüsesorte, es ist ja ein Edelgemüse. Ja? Also das ist auch immer schön, dass der grüne Spargel ja wirklich überhaupt nicht aufhält. Das ist so schnell gemacht. Ja, aber wie gesagt, hier sind ein paar, da musste ich schon. Aber ich muss auch gestehen, das war der aus dem Angebot für 2,22 Euro bei Edeka. Ach, es gab da noch einen, der sah aus wie gemalt. Der hatte auch eine ganz andere Farbe, aber der kostete, ich glaube, 5,99 €. Und da habe ich gedacht, nee, komm. Es reicht doch, der aus dem Angebot. Ich bin ja kein Feinschmecker, sondern ein Vielfraß. Also, das ist schnell erledigt. Und wenn ich überlege, die Hälfte davon nur, naja, das wäre für einen hohen Zahn. Und man sieht, das Wasser, das kocht hier brodelnd. Und da packe ich jetzt hier meine Bandnudeln dabei. Und die sind auch wirklich innerhalb kürzester Zeit, also vielleicht 2 Minuten länger brauchen die nicht. Da sind die jetzt auch gleich gar. Das ist aber auch nicht schlimm in dem Fall, weil die werden gleich sowieso, kommen nochmal mit in die Pfanne. Also deswegen, die müssen jetzt nicht frisch aus dem Topf gleich sein. Also nach ungefähr 2 Minuten sind die total perfekt und ja, können abgegossen werden. Und jetzt geht es mit der Soße nämlich weiter. Oder Soße, also der Beilage zu den Nudeln. Und zwar erstmal 2 Teelöffel Olivenöl. Und das kommt jetzt meiner Knoblauchliebe natürlich extrem gelegen. 4 Zehen Knoblauch. Also weil ich da ja die doppelte Menge mache. Und oh, da kann ich nur sagen, ja, da spricht natürlich dann auch die Maskenpflicht. Also da würde ich schon plädieren, wenn ich das jetzt gegessen habe und rausgehe. Und das ist jetzt wirklich auch ein Gericht, was ich ja ohne Bedenken einfach jetzt esse. Ja, weil man jetzt sowieso nicht ins Büro muss. Ne? Und wenn, dann nur mit Maske. Und das ist, glaube ich, auch angebracht nach diesem Knoblauchgenuss. Ja, und der Spargel kommt direkt dabei. Und das wird jetzt nur ungefähr 2 Minuten bei mittlerer Hitze, ich gehe nämlich noch ein bisschen runter, bei mittlerer Hitze gegart. Ja, und weil es ja eine zitronige Angelegenheit werden soll, kommt jetzt natürlich das Wichtigste erstmal, und zwar 6 Esslöffel Zitronensaft, den habe ich gerade frisch gepresst. Das waren 2 Zitronen. Hier immer wieder mal kurz rühren. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen mit der Hitze auch runter. Dann 1 Feta, den zerbröckel ich da direkt rein. Dann nochmal 4 Teelöffel Olivenöl und eine schöne Menge Pfeffer, also nicht zu wenig. Also bei mir darf es da ein bisschen mehr sein. Aber hier ist nirgendwo Salz angegeben und ich halte mich aber auch wirklich daran, weil ja, der Feta an sich ist ja schon ein bisschen salzig und ich habe die Nudeln auch gut salzig gekocht. So. Das wird hier nochmal schnell durchgerührt. Und jetzt kommen die Nudeln hier direkt dabei, die ich habe abtropfen lassen. Ja. Aber deswegen konnte ich die jetzt auch schon vorher kochen, weil die ja sowieso hier jetzt nochmal ins Heiße kamen. Ja, und jetzt kommt hier nochmal die Zitronen-Schafskäse-Mischung dabei. Und wird bei nicht so hoher Temperatur jetzt nochmal einfach erhitzt und dass auch der Schafskäse so ein bisschen schmelzen kann. Ich nutze die Zeit dann eben, um alles wegzuräumen und dann können wir nämlich schon essen. Also ich finde, das ist jetzt auch gar nicht aufwendig gewesen. Ja. Und das riecht richtig gut. Klar, natürlich sehr knoblauchlastig, das muss ich schon sagen, aber ja, ich liebe es ja. Und da kann ich auf alle Fälle sagen, für 2 Portionen oder Personen finde ich es genau richtig. Aber das jetzt mit der doppelten Menge.
Also das, was in dem Originalrezept angegeben ist, das finde ich wirklich sehr witzig. Und dabei müssen das ja beide essen, weil bei dieser Knoblauchüberdosis, da sollte da nicht nur einer von essen. Und jetzt geht's natürlich ans Probieren. Ja, also jetzt erstmal hier schon eine Nudel mit einem grünen Spargelstück. Ja, der Schafskäse ist so ein bisschen drumherum geschmolzen. Also das ist so bröselig drumherum. Und jetzt hoffe ich, ich verbrenne mich nicht. Total lecker. Nee. Also so einfach, ich meine gut, einfach von der Zubereitung einfach. So ein grüner Spargel ist natürlich schon was Besonderes. So ein ganzer Schafskäse natürlich auch. Bei mir wird es natürlich zum richtigen Festmahl jetzt auch noch mit den selbstgemachten Nudeln. Wobei ich sagen muss, was Billigeres gibt es ja gar nicht, als die Nudeln selbst zu machen. Ich weiß nicht, ich glaube 39 Cent kostet so eine Packung Hartweizengrieß. Ja, und davon kriege ich einen Pfund Nudeln dann. Klar, die billigsten gekauften, ja, würden natürlich genauso teuer sein. Aber ja, ich finde es schon, man muss nicht die Nudeln selbst machen. Wie gesagt, ich mache das auch nicht immer, aber ist schon was Besonderes. Ein Knoblauch. Und mit der Zitrone auch total toll. Also, mein Geschmack trifft das voll. Auch dass der grüne Spargel nur so, also der ist ja nicht so, wie jetzt bei weißem Spargel. Der wird hier so labbrig, wenn man, ja, das ist schon mal ein Problem, das auch zu essen. Der ist ja noch richtig knackig. Also nur angegart, sag ich mal, aber total lecker. Ja, es ist natürlich nicht so ansehnlich, jetzt so lange Nudeln zu essen, und deswegen werde ich da jetzt mehr Ruhe und Muße zu nehmen. Werde es mal schmecken lassen, kann es euch total empfehlen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, Herr Muffelchen, wie kommst du denn an?